Moin Moin, herzlich hallo und willkommen zur Bundesliga-Tipp. Zweiter Spieltag. Ja, so sieht's mal aus. Ja, erster Spieltag, da ist doch fast das Spiel, Eröffnungsspiel ins Wasser gefallen. Und der erste Videobeweis musste herhalten. Ja, für den einen oder anderen schon zum Nachteil. Mal schauen, wie die laufende Saison weiterlaufen wird. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Das Auftaktspiel des zweiten Spieltages findet statt zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV. Ja, da haben die Kölner mit 1:0 im Derby verloren. Ja, viele haben gemeint, von wegen, ach Gladbach, die sind doch eigentlich gut da drin im Derby spielen. Ja, ich hatte ja ein bisschen erwartet, dass ein bisschen mehr Glück auch den Kölnern irgendwie zugute steht, aber leider war das am Ende nicht so und am Ende gewann Gladbach das Spiel. Beim Hamburger SV, ja, ne, ein Duseltor und eine Verletzung nach Jubel, das muss man erstmal hinlegen, aber so ist eben der HSV, weißt du, da ist nichts normal, bei denen ist es halt immer mal wieder so, da passiert mal das, es wird nicht langweilig in Hamburg. So, und jetzt im Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV tippe ich auf ein 2:0 der Kölner. Da kann man jetzt natürlich wiederum sagen, 2:0 der Kölner, muss das denn sein von der Höhe her? Ich denke mal, dass beim 1. FC Köln das zu Hause besser läuft als auch in Gladbach und der Hamburger SV, ja, nach der Verletzung von Müller durch den Torjubel, ja, gegen Augsburg hat dann auch nichts mehr geklappt, ne? Das nächste Spiel ist zwischen Bayern 04 Leverkusen und der TSG Hoffenheim. Ja, da haben die Hoffenheimer im Hinspiel gegen Liverpool verloren, jetzt im Rückspiel. Mal schauen, wie das da läuft. Aber ich denke mal, dass es mit der Champions League gewesen sein sollte. Das heißt, Hoffenheim in der Europa League. Bei Bayer Leverkusen, neuer Trainer. Ja, wenn du einen Auftaktsgegner Bayern München hast, das ist unangenehm, natürlich. Also dementsprechend geht jetzt für die Leverkusener die Saison los. Der Gegner Hoffenheim ist auch nicht wirklich einfacher, muss man einfach mal so sagen. Gewann mit 1:0 gegen den SV Werder, aber dazu später mehr. Bei dieser Begegnung denke ich mal trotzdem, dass die Hoffenheimer gewinnen. Sie laden so ein bisschen den Frust bei den Leverkusenern ab. Hoffenheim gewinnt mit 2:1. Das nächste Spiel ist zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München. Ja, in der letzten Saison war das doch sehr knapp. In der letzten Saison in Bremen, da haben sich einige noch die Augen gerieben. Von wegen, was, das ist der SV Werder Bremen 2017? Ja, der müsste doch mindestens international spielen. Am Ende hat es eben nicht ganz gereicht. Für die Münchner Meistertitel, ja, jetzt wieder Meistertitel. Nach dem 3-1 gegen Leverkusen im strömenden Regen von München. Also wer das Auftaktspiel gesehen hat, der weiß, also so ein Regen, das hat es lange in München so nicht mehr gegeben. Dass das Spiel doch durchgesetzt worden ist, da merkt man wiederum, dass in riesengroßen Stadien natürlich auch die Leute besser geschult sind, wenn man jetzt so sagen darf, besser geschult, weil in anderen Stadien wäre das wahrscheinlich das Spiel abgesagt worden, abgebrochen worden, weil zu viel Regen. In der Hinsicht war es nicht der Fall. So, und das ist jetzt die große Frage. Wie wird das Spiel da laufen? Ich denke mal, dass der SV Werder Bremen wieder mal Pech hat. Die Münchner gewinnen mit 2:0. Ja, gegen die Hoffenheimer ganz unglücklich abgefälscht dabei. Ganz unglücklich gelaufen. Sonst wäre es ein 0-0 geworden, obwohl, naja, gewonnener Punkt hätte man nennen können. So ist es eine Niederlage, die leider auch zurecht war. Und am zweiten Spieltag läuft es nicht besser. Das nächste Spiel ist zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach. Ja, Augsburg, das wird eine schwierige Saison. Das hat man schon in Hamburg gesehen, dass das nicht einfach wird dieses Jahr. Bei den Gladbachern Auftaktsieg im Derby, das ist natürlich super. Jetzt die große Frage, nimmt man den Schwung aus dem Derby mit nach Augsburg? Ich sage nein. Nämlich unentschieden, 1:1. Ja, der Schwung aus dem Derby nicht mitgenommen, das ist natürlich dann so ein bisschen doof, aber ich denke mal, dass der FCA Lehren gezogen hat aus dem Hamburg-Spiel und dementsprechend einen Punkt erkämpft. Das nächste Spiel ist zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg.
Ja, da haben die Frankfurter jetzt den Videobeweis gekriegt und ne, da hat man manchmal auch einfach Glück. Man muss das einfach mal so sagen. Ne? Ich glaube, letzte Saison wäre das Tor vom SC Freiburg noch als zählbar gewesen, weil der Linienrichter ja nicht gesagt hat, hier ist Abseits. Am Abschluss hat der Videobeweis dann die Frankfurter noch einen Punkt gerettet. Denn irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Jetzt gegen den VfL Wolfsburg wird es ähnlich laufen. Da wird es auch nicht so ganz klappen. Aber am Ende gewinnen die Wölfe mit 1 zu 0. Noch gegen Dortmund etwas hilflos. Jetzt gegen die Frankfurter mit ein bisschen mehr Rat zur richtigen Stelle. Das nächste Spiel ist zwischen dem VfB Stuttgart und dem FSV Mainz 05. Ja. Na, wenn wir mal vom Pech reden, ne? Also die Mainzer, das war ja auch gegen Hannover irgendwie schon so eine Pechsache. Man war die bessere Mannschaft und am Ende hat man verloren. Ja, aber so ist Fußball manchmal, ne? Manchmal hat man eben Glück und manchmal haben die anderen Glück. So bei Mainz auch diese Saison bislang. Okay, es gibt erst einen Spieltag, aber, ne? Der VfB Stuttgart, ja, die hatten irgendwie keine Lösung für Matthew Lecky. Mal schauen, ob es jetzt gegen die Mainzer besser läuft. Ich sage, es läuft deutlich besser für den Aufsteiger. Der VfB Stuttgart holt die ersten 3 Punkte. 3-1 gegen Mainz. Das nächste Spiel ist das Topspiel des Spieltages und auch mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen Borussia Dortmund und der Hertha aus Berlin. Ja, ne? Die Berliner starten schon mal gut. Aber das habe ich schon im letzten Tipp gesagt, ist ein heimstarkes Team, hat jetzt in den letzten Jahren immer mehr bewiesen, dass sie zu Hause eine richtige Macht werden können. Aber das große Problem sind eben die Auswärtsspiele. Und jetzt spielen sie auswärts, auch noch bei Borussia Dortmund, die ebenfalls eine riesengroße Heimmacht sind. Und diese Heimmacht demonstrieren sie locker leicht, so wie auch schon gegen Wolfsburg. Nämlich, sie gewinnen locker mit 2 zu 0. Ja, und Dortmund damit mit dem Ergebnis weiterhin Tabellenführer. Das nächste Spiel ist zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg. Ja, da ist jetzt die große Rache für die letzte Saison gegen die Schalker, der Werner, der ja die Schwalbe gemacht hat in der letzten Saison. Jetzt haben sie gegen sich den Elfmeter gekriegt. Zwar war es keine Schwalbe oder sonst was, aber sie haben den Elfmeter jetzt dagegen gekriegt, haben 2-0 verloren. Also von der Höhe her überraschenderweise sogar gerechtfertigt. Viele meinen ja jetzt so von wegen, oh, Leipzig steht auf dem Abstiegsplatz, da gehören sie hin. Ja, Leute, nach diesem Spieltag ist Leipzig wieder davon weg. Leipzig gewinnt nämlich mit 3 zu 1. Das nächste Spiel ist das letzte Spiel des Spieltages. Es findet statt zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke 04. Ja. Da kommt es jetzt zur Begegnung des alten Trainers, nämlich der Trainer von Hannover 96. Ja, der war auch mal bei Schalke Trainer. Und ja, das ist jetzt die große Frage: Ein Wiedersehen mit Freude oder ein Wiedersehen eher nicht mit Freude? Also, dadurch, dass sie ja gewonnen haben im ersten Spiel gegen Mainz 05, ist natürlich die Freude groß. Die Schalke haben ja auch gleichzeitig auch gewonnen gegen Leipzig. Jetzt gegen Hannover wird es auch einen Sieg geben für die Schalke und sie gewinnen mit 3 zu 1. Das war mein Tipp für den zweiten Spieltag. Ihr könnt natürlich eure Tipps in der Tipprunde abgeben. Und wir sehen uns dann zum nächsten dritten Spieltag. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, bis dahin, macht's gut.